guten Morgen. Moin. Mandelhörnchen. Ich. Was? Wir haben ja bald was zu feiern. Oh, Otto, die Feierlichkeiten zum 25. Jahrestag der Maueröffnung, die stehen mir bis hier. Machst den Fernseher an, nur Dokumentation, machst du das Radio an, hörst du nur feierliche Reden. Die Stadt ist verstopft mit Touristen. Weißt du, wie lange ich gebraucht habe, um herzukommen? Ich. Schuss auf einen Touristenbus. In Mitte, unter den Linden. Eine Tote. Fahren Sie sofort los. Kollege Kolberg ist schon unterwegs. Scheiße. Ich will alle 10 Minuten einen Bericht über die Lage. Ist klar, Chef. Chef, ich kann Ihnen noch nichts sagen. Wir sind gerade erst angekommen. Just in diesem Moment vorgefahren. Ich melde mich, sobald ich was weiß. Ja. Ah, was wolltest du mir im Büro eigentlich sagen? Morgen. Später. Wir haben eine Tote auf dem Oberdeck. Hertha Möbius aus Remscheid. Hier ist der Ausweis. Sie wurde erschossen. Der Fahrer hat Schreie vom Oberdeck gehört, ist abgebogen, hat direkt hier angehalten. Das sind die Leute, die im Bus saßen? Ja, die Befragung hat bisher wenig ergeben. Nur eins steht fest, die Kugel wurde nicht auf dem Oberdeck abgefeuert. Ich lasse von allen die Personalien aufnehmen. Ihr sollt die Kameras einsammeln. Vielleicht helfen uns die Aufnahmen bei der Rekonstruktion. Läuft, Otto. Stopp. Gehen Sie bitte hinter dir. Hallo. Das Ehepaar Elliot. Sie stammt aus Berlin. Die beiden haben in der Reihe hinter Frau Möbius gesessen und die Tote zuerst bemerkt. Einen Schuss haben sie nicht gehört. 1421 für Hauptkommissar Kolder. Ja, ich höre. Ziemliches Kaliber. Sie muss sofort tot gewesen sein. Oh. Hoffentlich war es keine Heckenschütze. So einen Sniper hatten wir schon mal, erinnerst du dich? Ich erinnere mich an jeden Fall, den wir zusammen gelöst haben. In dem Zusammenhang Otto, Verena, wir haben den Ort, von dem aus geschossen wurde. Sakko Target, finnische Präzisionsgewehr. Wurde auch in der russischen Armee eingesetzt. Damit triffst du aus 1000 Metern noch einen Appel. Der Bauarbeiter dort hat den Schützen gesehen, als er hier oben eine rauchen wollte. Der ist sofort abgehauen, hat alle stehen und liegen lassen. Normalerweise kommt man gar nicht so einfach hier hoch, aber im Moment finden im Foyer Bauarbeiten statt. Kann er den Schützen beschreiben? Ziemlich gut sogar. Wenn er ihn in der Kartei nicht findet, dann machen wir ein Phantombild. Na los, lass mal die Spusi ihren Job machen. Wir kommen gleich runter, ja. Da drüben habe ich geheiratet. Du? Ich wusste gar nicht, dass du kirchlich geheiratet hast. Im Palast der Republik, als er da noch stand. Tja, das waren nur Zeiten. Hat zwar nicht lange gehalten, aber die haben eine geile Party. Wir haben getanzt bis zum frühen Morgen. Sputnik muss man raustragen, der war voll wie ein Schichtbus. Tja, Verena, was bleibt, sind die Erinnerungen. Und für die interessiert sich keine Socke. Hertha Möbius war bis zu ihrer Verrentung vor 4 Jahren Fleischfachverkäuferin in Remscheid. Ihr Mann ist vor 2 Jahren verstorben, Kinder gibt es keine. Sie hat mit ihrer Nachbarin telefoniert. Frau Möbius führte offenbar ein ganz zurückgezogenes Leben, hatte kaum soziale Kontakte. Und diese Berlin-Reise hat sie beim Preisausschreiben gewonnen. Wir bringen so eine Frau um. Mit einem gezielten Schuss. Mit so einem Gewehr kann man doch kaum sein Ziel verfehlen. Was, wenn sie gar nicht das Ziel war? Der Busfahrer konnte sich erinnern, dass er scharf bremsen musste, weil er von einem Radfahrer geschnitten wurde. So, auf dem Oberdeck saßen 9 Personen. Das konnten wir anhand der Aussagen und der bereits ausgewerteten Fotos rekonstruieren. Hier sitzt Frau Möbius, dahinter das Ehepaar Elliot, 2 Reihen davor ein japanisches Touristenpaar, Herr und Frau Tsumugiya, und hier die Familie Gerke aus Paderborn. Der Schütze lässt den Bus am Kommandantenhaus vorbeifahren, folgt der Bewegung des Busses, visiert sein Zielobjekt an. Er konnte nicht damit rechnen, dass der Bus plötzlich bremst. Und schon war der Abzug gedrückt. Im richtig guten Schützen wäre das wahrscheinlich nicht passiert, aber vielleicht hatte der Mann keine Übung. Dann war das Ehepaar Elliot wahrscheinlich das Ziel. Oder es war dem Schützen vollkommen egal, wer da trifft. Hier ist das Fotobild. Danke. So, das ist der Schütze. In unserer Fotodatenbank konnte der Zeuge ihn nicht finden. Gab es Fingerabdrücke am Tatort oder am Gewehr? Nee, der Schütze hat Handschuhe getragen. Die Tatwaffe stammt aus den 80er Jahren. Gut möglich, dass er aus den Beständen der sowjetischen Streitkräfte kommt. Da sind nach der Wende ziemlich viel auf den schwarzen Markt gelandet.
Zeitverschwendung, darüber nachzuforschen. Reden Sie noch mal mit dem amerikanischen Ehepaar. Okay. Ihr habt das Bild in der Fahne und schickt durch Sputnik. Der soll seine russischen Kontakte aktivieren. Mach ich. Guten Tag. Wir möchten zum Ehepaar Elliot, bitte. Oh, tut mir leid, die Herrschaften sind nicht im Haus. Sie müssten eigentlich heute Vormittag gegen 11 Uhr zurückgekommen sein. Sind Sie noch mal weg? Nein, ich war die ganze Zeit hier, am Platz. Sie haben gegen 9 Uhr das Hotel verlassen. Okay, Gauer, Kripo. Können wir mal ein Zimmer sehen? Nein. Wie nein? Naja, ich kann Sie ja nicht so einfach in das Zimmer unserer Gäste lassen. Nicht? Oder haben Sie einen Durchsuchungsbefehl? Wir wollen jetzt mal nicht durchsuchen. Dürfen wir bitte mal einen Blick in Ihre Anmeldung werfen? Schön. Was können Sie uns über die Region sagen? Nette Leute. Aha. Ach, Sie wollen offenbar viel von Berlin sehen, haben sich nach Stadtrundfahrten erkundigt. Nee, danke, ich kenne Berlin. Hatten Sie Besuch? Nicht, dass ich wüsste. Sind Sie so nett und rufen mich sofort an, wenn die Elliot zurückkommen? Geht um eine wichtige Zeugenaussage. Danke. So einen Typ habe ich gerne. So war doch völlig korrekt. Der muss uns nicht ins Zimmer lassen. Außerdem suchen wir die Elliots zunächst mal als Zeugen. Alles andere wäre Spekulation. Ben, die Elliots leben doch in Washington, D.C. Kannst du dich mal mit den dortigen Behörden in Verbindung setzen? Vielleicht kriegen wir ein bisschen mehr über die beiden raus. Neue Erkenntnisse? Bisher nicht. Die Elliots leben in Washington. Ich bin aber bisher nicht dazu gekommen, da anzurufen. Ist das die Nummer von der Polizei in Washington? Ja. Ich rufe an. Englisch. Für mich kein Problem. Chef? Is this the police in Washington? I am Lothar Redemann. Of course. I am Lothar Redemann, police officer in Berlin. Berlin in Germany. Can you understand me? Of course. We have a good connection. I need some information about an American couple. Mr. and Mrs. Elliot. Christiane? Bist du das wirklich? Kann ich gar nicht glauben. Komm, lass uns rein. Entschuldige den Überfall. Ja, kein Problem. Du erinnerst dich an Aaron? Ja, natürlich. Ist lange her, ne? Fast 30 Jahre. Ja, komm rein. Das kann doch kein Zufall sein. Das ist unser Mann. Yes, sir, in Berlin. Aber das sieht doch aus, als ob er die Route der Bustour studiert. Ja, aber der muss sich in Berlin auskennen. Von dem Ort, wo das Foto gemacht wurde, bis zum Kommandantenhaus, dem Tatort, sind es 25 Minuten, also genug Zeit, um sich vorzubereiten. Interpol is not the question. We need the information outside... Dienstweg. Official Channel. Outside the official channel. We are colleges. Hallo? Ja, Berthold? Hallo. Aufgelegt. Oh, das ist wunderbar. Ich mache mich sofort auf den Weg. Und wenn Sie die Elliot jetzt sehen, würden Sie ihm bitte sagen, dass Sie auf mich warten sollen, wenn Sie das Hotel verlassen? Darf ich mal schicken? Ja. Ja, danke schön. Ich gebe das Foto in die Fahndung. Und schick Otto auch eins, der ist bei Sputnik. Diese Amis sind sowas von stur. Die wollen einfach nicht kooperieren. Vielleicht haben sie einfach nicht verstanden. Ich habe mich doch klar und deutlich ausgedrückt. Meine Kunden sind Leute, die keine Zeit haben,
mit ihrem Hund Jassi zu gehen. Verstehst du, weil sie berufstätig sind? Und bei mir, da kriegen dann ihre Lieblinge einen artgerechten, abwechslungsreichen Alltag. Wird das heute noch was? Ich muss los. Bei mir, da gibt es Jassi gehen auf ganz hohem Niveau. Verfluchtes Biest mit Master, weil ich erst scheiße. Was ist mit dem Phantombild? Kennt ihr noch von deinen russischen Freunden den Mann? Na, so eine Fresse hat ja jeder vierte Russe. Mann, hier halt. Nee, kannst du behalten. Kannst du ein bisschen Reklame für mich machen. Ich nehme auch Polizeihunde. Ey, du konntest Hunde noch nie leiden. Otto, ich bin auch nicht schön und habe trotzdem schon mal einen Beauty-Salon geführt. Wir haben jetzt auch ein Foto von dem Mann. Den? Ja, den kenne ich. Der arbeitet hier in so einem russischen Lebensmittelladen in Lichtenberg. Otto! Ich muss los. Wir müssen die Viecher wieder einfangen. Gesehen habe ich sie nicht. Aber sie müssen auf ihrem Zimmer sein, denn der Schlüssel hängt nicht mehr am Brett. Ich gehe schon mal vor. Sagen Sie bitte meinem Kollegen Bescheid. Herr Elliot? Frau Elliot? Kriminalpolizei Berthold. Ich müsste Sie bitte mal sprechen. Tut mir leid, aber ein paar Möpse haben mich aufgehalten. Das muss ich jetzt nicht verstehen. Sputnik hat jetzt eine Hundehaus fürs Haus. Und, sind Sie da? Antwortet keiner, aber die Tür ist offen. Na dann. Entweder halten die Elliot sich viel von Ordnung. Oder sie hatten ungebetenen Besuch. Die Elliot sind vor 4 Tagen via Frankfurt gekommen. Abflug am kommenden Montag. Ich glaube, sie gehen davon aus, dass sie ihr Ziel waren. Sonst wären sie doch ins Hotelzimmer zurückgekehrt. Wieso haben Sie sich nicht bei uns gemeldet? Die werden triftigen Grund haben. Alvin! Sag, Rolf. Gut siehst du aus. Du hast dich auch gut gehalten. Wie hast du mich gefunden? Ich wusste immer, was du machst. Verstehe. Wie lange bist du schon in Berlin? Was machst du hier? Ich bin in Schwierigkeiten. Wie kann ich dir helfen? Ich brauche eine Waffe. Что дорого? Нет, посмотрите. Посмотрите, какой квалитет. Квалитет хороший. Одна. 40. Да. 40 кило. Спасибо, большое. Здравствуйте, физитон. Hallo. Schauen Sie sich doch mal bitte diesen Mann an. Arbeitet er hier bei Ihnen? Einen Moment bitte. Guten Tag, mein Name ist Jelena Ratajewa. Mein Vater gehört das Geschäft. Kann ich Ihnen helfen? Kriminalpolizei Berthold, mein Name, mein Kollege Garber. Es geht um diesen Mann. Wir haben gehört, dass er bei Ihnen arbeitet. Ja, das ist Gregor Romanov. Er führt den Laden. Ist ihm etwas passiert? Wir würden gerne mit ihm sprechen. Das знаешь, где Gregor? Romanov мне сказал, что если спросить, я должен сказать, что он в Москве делает покупки.
Ich höre gerade, er macht Einkäufe in Moskau. Ach, er fährt extra nach Moskau zum Einkaufen? Ja, es ist nicht nur für diesen Laden. Meinem Vater gehören 6 Geschäfte in Berlin. Also dieses Foto wurde heute Morgen gegen 9 Uhr gemacht. Und zwar in Berlin, nicht in Moskau. Das kann ich mir nicht erklären. Worum geht es denn? Haben Sie vielleicht eine Handynummer von Herrn Romanov? Wir brauchen noch seine Adresse. Можете писать, пожалуйста. Да. Seit wann arbeitet Herr Romanov denn hier? Ich weiß es nicht. Eigentlich ist er schon immer da. Ich kenne ihn seit klein auf. Bitte. Dankeschön. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Что ты должен обозначать? Он в Москве. Не может там стоять, чтобы... Was hat der Verkäufer zu ihr gesagt? Dass ihm Romanov aufgetragen hat, ihm zu sagen, er sei in Moskau. Ja, Ben? Ach, guck mal ihn an. Mal schauen. Identisch. Gut, bis später. Gregor Romanov war bis 1994 Offizier einer Spezialeinheit der sowjetischen Truppen in Bernau. Scharfschützenausbildung. Das sieht so aus, als ob wir den richtigen Mann suchen. Was kann ich für Sie tun? Polizei! Polizei! Auf frei! Auf frei! Auf frei! Auf frei! Sicherheit! Scheiße. Gregor Romanov ist zweifelsfrei der Schütze. Wir haben in seiner Wohnung eine Schachtel Munition mit dem gleichen Kaliber gefunden, mit dem Frau Möbius erschossen wurde. Was wissen wir noch über Romanov? Außer, dass er bei der russischen Armee war. Nicht viel. Keine Vorstrafen, seit 94 bei Nikolai Ratajew beschäftigt. Sozial- und krankenversichert, das ist alles. Und arbeitet nebenbei als Killer. Für wen? Wir haben die Verbindungsdaten seines Handys. Er hat in den letzten 4 Tagen ausschließlich mit seinem Arbeitgeber Nikolai Ratajew telefoniert. Orten lässt sich das Handy leider nicht. Über Nikolai Ratajew wissen wir nur, dass er eine Kette von Lebensmittelgeschäften besitzt und ein angesehenes Mitglied der russischen Gemeinde ist. Absolut unauffälliger Mann. Wir müssen davon ausgehen, dass die Elliots Ziel des Anschlags waren. Ihr fluchtartiges Verschwinden, die Durchsuchung ihres Hotelzimmers und die Rekonstruktion der Tat lassen kaum einen anderen Schluss zu. Was haben denn Ihre Recherchen in Washington ergeben? Entweder wollen die mich nicht verstehen oder die wollen nichts sagen. Haben wir Fotos von den Elliots? Leider nicht. Auf keiner der Aufnahmen sind ihre Gesichter zu erkennen. Und im Internet habe ich auch nichts gefunden. Wir haben in den persönlichen Sachen der Elliots den Namen einer Roswitha Gerstenberg gefunden. Ich habe mehrfach versucht, sie zu erreichen, aber sie meldet sich nicht. Ich habe sogar eine Streife vorbeigeschickt, aber es öffnet keiner. Ja, dann rufen Sie noch mal an. Ich will noch ein bisschen frische Luft schnappen. Okay, hol ich dich morgen um 8 Uhr ab. Jo. Bis dann, schönen Abend. Dir auch, tschüss. Курить запрещено.
Что хотите пить? Пиво и стакан водки. Вы из Одессы? Aus Odessa, Icke? Nee, aus Berlin. Ihr Akzent hört sich so an, als wären Sie aus Odessa. Ach, mein Russischlehrer war aus Odessa, glaube ich jedenfalls, damals in der Schule. Instagram. Vielen Dank. Hab lange kein Wodka mehr getrunken. Suchen Sie jemanden? Romanov. Gregor Romanov, wir wollten uns hier treffen. Na здоровье. На здоровье. Den Nikolai, den kennst du also auch. Nikolai Rataev. Просыпается. На кого он похож? Попить, наверное, хочет. Ну, принеси ему. Выпить, что ли? Воды. Wollen Sie ein Glas Wasser? Ich bin Николай Ратаев. Sie sind in meinem Haus. Sie fragen sich sicherlich, wie Sie hier gekommen sind? Der Wirt ist ein guter Freund von mir. Er hat mitbekommen, dass Sie über mich gesprochen haben. Sie sind in seiner Bar angeschlafen und da Sie keine Papiere bei sich hatten, hat er sich zu mir gebracht. Helena war noch wach und sagte, dass Sie Polizist sind und gestern in mein Geschäft waren. Danke. Und ich dachte, es ist Ihnen angenehmer, wenn Sie hier Ihren Rausch ausschlafen und ich Sie in Ihrem Zustand nicht bei der Polizei abliefere. Vielen Dank, aber ich habe in meinem Portemonnaie Visitenkarten mit meiner Adresse. Der Wirt hat nichts gefunden. Kein Geld, kein Papier. Keine Angst, ich habe Ihre Zeche bezahlt. Oh. Keine Angst. Es war mein Vater, der Sie ausgezogen hat. Kommen Sie in mein Zimmer, nachdem Sie sich frisch gemacht haben. Sie bekommen ein kräftiges Frühstück. Frau Gerstenberg? Дзержинский, сидеть! Ja, aber wie Sie sehen, ist schlecht erzogen. Ich habe leider kaum Zeit, mich um ihn zu kümmern. Nehmen Sie doch was. Danke. Ich bin offensichtlich beklaut worden in der Bar. Ich habe mich die ganze Zeit mit so einem Typen unterhalten und als ich von der Toilette kam, da war er plötzlich weg. Sind Sie das? Nein, meine Mutter, Ludmila. Sie ist vor 30 Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Oh, das tut mir leid. Vor 30 Jahren. Da müssen Sie ja noch ganz klein gewesen sein. Warum suchen Sie Gregor Romanov? Er steht im Verdacht, in einen Anschlag verwickelt zu sein. Die haben eine Tote. Gregor? Das kann mir nicht vorstellen. Warum soll er so etwas tun? Sagt Ihnen der Name Elliot was? Wer soll das sein? Getötet. Isna. Bitte bedienen Sie sich doch. Oh, ich kann jetzt noch nicht essen.
Aber ein Kaffee wäre gut. Spasibo. Ah, Entschuldigung. Verena. Oh. Jotik, ich komme sofort. Tut mir leid, ich muss leider los. Vielen Dank nochmal für alles. Was kriegen Sie noch von mir für die bezahlte Rechnung? Sie waren mein Gast. Ich muss leider drauf bestehen. 60 Euro. Gut, ich werde Ihnen die Geld vorbeibringen. Danke nochmal. In was ist Gregor da verwickelt? Ich habe keine Ahnung. Зачем тебе чужое горе? Der Mann, der hat mich gefragt, ob er auf die Elliots warten kann. Sie wären befreundet und als ich ihm dann den Rücken zugekehrt habe, da kam der Schlag. Und dann bin ich auf dem Sofa aufgewacht, konnte mich nicht mehr bewegen. Und da lag dieser Mann da und es war so alles volle Blut. Und Sie haben nichts mitbekommen? Keinen Schuss gehört? Nee. Waren die Elliots zwischenzeitlich in der Wohnung? Das weiß ich doch nicht. Aber die hatten ja einen Schlüssel und ich bin ja erst aufgewacht, als es dunkel war. Also, ich meine, es kann ja in der Zwischenzeit passiert sein, als ich bewusstlos war. Also, mir geht's so schlecht. Der Notarzt kommt gleich. Entschuldigen Sie mich einen Moment, ja? Dr. Kneißler, können Sie mal bitte nach Frau Gerstenberg schauen? Die hat einen Schlag auf den Kopf bekommen gestern. Natürlich. Guten Tag. Kneißler. Wo warst du? Frühstücken bei Nikolai Ratajew. Was ist passiert? Frau Gerstenberg wurde von Romanow niedergeschlagen. Als sie wieder aufwachte, war Romanow tot. Was ist mit den Elliots? Die sind gestern Mittag hier aufgetaucht und haben gefragt, ob sie hier übernachten können. Am Nachmittag sind die beiden dann nochmal weg. Woher kennen die sich? Christiane Elliott ist offenbar eine gute Freundin und ehemalige Arbeitskollegin von Frau Gerstenberg. Die beiden haben mal zusammen in einem Immobilienbüro gearbeitet. Mitte der 80er Jahre hat Frau Elliott ihren Mann kennengelernt und ist mit ihm kurz vor Mauerfall zurück in die USA. Wenn Frau Gerstenberg Romanow nicht erschossen hat... So wie sie gefesselt war, hätte sie unmöglich selber machen können. Dann müssen wir davon ausgehen, dass die Elliots ihm zuvor gekommen sind. Es ist besser, wenn sich Frau Gerstenberg in einem Krankenhaus untersuchen lässt. Ich möchte nichts Falsches diagnostizieren. Ich dachte, Sie sind Arzt. Rechtsmediziner. Aber in Ihrem Fall mache ich mal eine Ausnahme. Denn wenn ich mir Ihre Augen anschaue, sehe ich einen Hilferuf der Leber. Könnte es sein, dass Sie ein bisschen zu tief ins Glas geschaut haben? Habe ich eine Fahne? Riechen Sie was? Je reiner das konsumierte Getränk ist, im Idealfall nur Wasser und Ethylalkohol, desto weniger riecht man. Wodka kommt diesem Ideal am nächsten. Aha. Ich finde, Sie sollten sich jetzt um den Toten kümmern. Gerne. Ist was? Frag ich dich? Ich war rein beruflich. Ich habe über Romanow und Ratajew recherchiert. In einer russischen Bar, da musst du was trinken, sonst wärst du auf. Der Wirt hat dann den Kontakt zu Ratajew hergestellt. Mit dem du dann gefrühstückt hast? Ja. Hast du was rausgefunden? Ich war mitten im Gespräch, als dein Anruf kam. Das tut mir leid. Ja. Wir haben vereinbart, dass wir die Unterhaltung später fortsetzen. Das werden wir. Betonung liegt auf wir. Ja, Mutti. Wissen Sie, was Herr Elliott beruflich macht? Damals arbeitete er für eine Stiftung zur Förderung der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Heute? Haben die Elliots Sie in den letzten Jahren öfter mal besucht? Nee. Also ich habe öfter mal mit Christiane telefoniert und sie wollte kommen, aber er war dagegen. Und umso überraschter war ich ja, als die plötzlich vor meiner Tür standen. Ne? Wissen Sie, was Sie bei Ihnen in Berlin wollten? Nein, aber die waren ziemlich durch den Wind. Irgendwas Privates. Also Christiane wollte mir später davon erzählen.
Das ist der Kollege, der Sie runterbringt zum Notarzt. Ah, Frau Gerstenberg, wie hieß denn Christiane Elliott vor ihrer Heirat? Kaufeld? Ja, mit 2 F und DT. Danke. Ja. Zwei Amerikaner bringen einen Russen um, der zweimal versucht hat, die Amerikaner umzubringen. Und das auf deutschem Boden. Können die das nicht bei sich zu Hause machen? Vielleicht hatte Janusz mit Nationalitäten zu tun. Vielleicht war Romanow ein Auftragskiller. Wir versuchen gerade mehr über ihn rauszufinden. Ben ist in der Sache unterwegs. Was wissen wir über die Tatwaffe? Smith & Wesson, Kaliber 14 Liberty. Liberty? Die spinnen doch, diese Waffenhersteller. Wo stecken die Elliots jetzt? Ja, wir haben sie zur Verhandlung ausgeschrieben. Die US-Botschaft. Ich hatte um Rückruf gebeten. Redemann. Redemann. I need some information about an American couple. Mr. and Mrs. Elliott. Yes, Kaufeld. Mit FF und DT. Ich wusste, dass mir der Name schon mal untergekommen ist. Hä? Der Vater von Christiane Elliott ist gestorben. Deswegen sind die beiden nach Berlin gekommen. Wann ist Beerdigung? Morgen früh. Und mit wem hat Romanow verkehrt? Kennen Sie seine Freundin? Er ist ein Bekannter von meinem Vater. Wir haben nicht sonderlich viel miteinander zu tun. Entschuldigung, Sie arbeiten in einem Laden, den er führt. Ihr Vater war sein Chef, da kriegt man doch wohl was mit. Ich bin nur aushilfsweise hier, weil eine Verkäuferin krank geworden ist. Ich bin Betriebswirtin. Ich mache die Buchführung für die Geschäfte meines Vaters. Und ich bin ganz sicher, Romanow wird für alles eine Erklärung haben. Gregor Romanow ist tot. Er ist erschossen worden. Eine nette Wohngegend. Rataev macht bestimmt eine Menge Geld. 100.000 Russen in Berlin wollen verseucht sein. Aber die werden doch nicht alle nur Soljanka, Pelmeni und russisches Konfekt essen. Du kennst die russische Seele nicht. Kannst du mir mal 60 Euro leihen? Wir haben Anfang des Monats. Das ist Dzerzhinsky. Dzerzhinsky? War das nicht der Gründer des sowjetischen Geheimdienstes? Danke. Das ist ein Land. Das hoffe ich. Herr Rataev, darf ich Ihnen meine Kollegin Hauptkommissarin Berthold vorstellen? Schönen guten Tag. Romanow ist tot. Meine Tochter hat mich gerade informiert. Kommen Sie doch herein. Bitte sag mir endlich, was los ist. Ich hab's dir doch gesagt. Hältst du mich für blöd? Denkst du, ich merke nicht, dass es da was gibt, über das du nie sprichst? Weshalb du auf keinen Fall nach Deutschland kommen wolltest, nicht mal jetzt. Und gestern im Bus. Denkst du, ich habe mich gesehen, wie nervös du warst, als wir durch die Stadt gefahren sind und wie du auf den Schuss reagiert hast? Was hast du gewusst, dass sowas passieren könnte? Ich bin's. Also, die Größen stimmen. Aber ob euch die Sachen auch gefallen? Ja, also bei mir zu Hause hättet ihr es bequemer gehabt. Danke, Rolf. Ich muss an die frische Luft. Ist jemand draußen? Nein, ich mache erst um 13 Uhr auf. Herr Becker, bitte, was soll das alles? Warum sind wir auf der Flucht? Das hat Ihnen Elvin doch bestimmt gesagt. Angeblich hatte er damals Ärger mit den Behörden und hat nun Angst, dass sie ihn festhalten, wenn sie seine Personalien überprüft haben. Aber das ist doch Blödsinn. Ich kann dazu nichts sagen. Die Schüsse auf den Bus sollten die Elvin treffen. Tut mir leid, das weiß ich nicht. Woher kennen Sie sich? Ich muss draußen was tun. Verdammt, reden Sie mit mir! Ich kenne Romanow schon seit 30 Jahren. Ich hätte für ihn die Hand ins Feuer gelegt. Aber andererseits? Andererseits? Er hat sich die letzte Zeit mit merkwürdigen Leuten umgeben.
Ich war schon sehr verwundert, als er mich bat, ihm ein paar Tage freizugeben. Er wollte mir keinen Grund nennen. Er hat in den letzten Tagen ziemlich oft mit Ihnen telefoniert. Oh. Paula. Ich habe ihm unter der Bedingung freigegeben, dass er sich regelmäßig meldet. Er leitet das Geschäft im Lichtenberg. Es gibt ständig Gesprächsbedarf. Was sind das für merkwürdige Leute? Ich habe keine Ahnung. Er tat sehr geheimnisvoll. Wie lange sind Sie schon in Berlin? Seit 1983. Zusammen mit meiner Frau. Wir haben beide in die sowjetische Handelsmission gearbeitet. Eigentlich wollte ich nach dem Ende der DDR zurück nach Moskau. Aber Jelena war gerade angeschult worden. So sind wir hier geblieben. Alvin Elliott, der Amerikaner, den wir suchen, war damals auch in Berlin. Er hat für eine Stiftung zur Förderung der deutsch-amerikanischen Freundschaft gearbeitet. Aber wohl nicht in Ost-Berlin. Wie gesagt, der Name sagt mir nichts. Falls Ihnen noch was einfällt zu Romanow, was uns weiterhelfen könnte, rufen Sie uns bitte an. Auf Wiedersehen. Ich hab da noch was für Sie. Ja, das ist ein Kumpel von mir, der macht Hunde City. Hm. Also, hier, die 60 Euro. Schönen Dank nochmal. Ich glaub dem kein Wort. Der weiß mehr über Romanow und diese merkwürdigen Leute, als er uns gesagt hat. Also, auf mich macht er einen seriösen Eindruck. Ah ja? Jo. Dann lass mal hören. Was? Was waren das da eben? Er hat für mich die Zeche bezahlt in der Bar. Sonst nichts. Du leihst dir von ihm Geld? Du gehst mit ihm frühstücken? Otto, das ist ein Zeuge. Hast du sie noch alle? Ach, sag mal. Jetzt aber gut hier. Hallo, Otto? Wir gehen zu Fuß. Viel Spaß. Kann ich noch einen Tee haben? Ich mach jetzt zu. Ihr Freund hat Sie versetzt. So. Macht 8,40 Euro. Könnte knapp werden. Stimmt schon. Ben, bisher ist nur der Mann vom Beerdigungsinstitut eingetroffen. Mit vielen Besuchern ist nicht zu rechnen. Herr Kaufeld hatte Alzheimer, lebte die letzten Jahre in einem Pflegeheim und hatte kaum Kontakte. Frau Elliott ist die einzige lebende Verwandte. Wir warten. Entschuldigung, stand im Stau. Hast nichts verpasst. Tut mir uns leid wegen gestern. War nicht so gut drauf. Kein Problem. Ich habe mir übrigens Gedanken gemacht. Wir bitte, du und ich. Ben, Frau Elliott ist da. Und zwar alleine. Die muss durch irgendeinen Seiteneingang reingekommen sein. Ja, vielleicht wartet der Mann hier irgendwo auf dem Friedhof. Ich schau mich mal um. Okay. Komm, lassen wir ihr die Zeit, sich von dem Vater zu verabschieden. Ich hab ihn, er sitzt in dem Wagen. Dann sei vorsichtig, Elliot könnte bewaffnet sein. Du gibst doch nicht, das ist doch. Was? Wir sind hier nicht alleine. Ich hab gerade den Typen gesehen, mit dem ich in der russischen Bar über Romanow geredet habe.
Frau Elliott, Kriminalpolizei. Ich muss Sie bitten, uns aufs Präsidium zu begleiten. Bitte. Ben hier, gib's bitte sofort einen Wagen zur Fahndung raus. Berlin, Heinrich Dora 7709. Das ist ein bronze-metallic-farbener Maserati. Natürlich habe ich ihn gefragt, was das alles soll. Er hat nur gesagt, dass er damals Schwierigkeiten mit den Behörden hatte. Was denn für Schwierigkeiten? Das wollte er mir nicht sagen. Was ist in der Wohnung Gerstenberg vorgefallen? Was soll vorgefallen sein? Wollen Sie uns für dumm verkaufen? Frau Elliott, es wird doch sicher einen Grund gegeben haben, warum Sie nicht dorthin zurückgekehrt sind. Ich war einkaufen. Als ich zurückkam, stand Alvin vor dem Haus und hat gesagt, wir könnten nicht zu Roswitha zurück, weil die Polizei vorbeikommen würde. Er hätte recht, sie würden nach ihm suchen. Und das haben Sie ihm geglaubt? Nein. Aber mir war klar, dass es keinen Sinn hatte, weiter auf ihn einzureden. Ich kenne meinen Mann jetzt 30 Jahre. Es gibt Situationen, da komme ich einfach nicht an ihn ran. Herr Becker? Ja? Kolberg, Kriminalpolizei. Sie besitzen einen Wagen mit dem Kennzeichen Berlin HD 7709? Sie sind aber schnell. Bitte? Es ist noch keine halbe Stunde her, dass ich bei Ihnen angerufen habe. Wollen Sie sehen, wo der Wagen gestanden hat? Ich zeige Ihnen die Stelle. Es kann natürlich sein, dass er gestern Abend schon gestohlen worden ist. Ihr Wagen ist gestohlen worden. Deswegen sind Sie ja hier. Komm. Jetzt was vor oder hat sie tatsächlich keine Ahnung? Bin gespannt, wie sie reagiert, wenn wir sie mit den Fakten konfrontieren. Frau Elliott, ist Ihnen klar, dass Sie beide das Ziel des Anschlags waren? Nein, aber ich habe es befürchtet. Vermutlich ist das ja auch der Grund, warum wir uns verstecken mussten. Sagt Ihnen der Name Gregor Romanow was? Nein, wer ist das? Der Mann, der auf Sie geschossen hat. Warum? Das hätte man ja gefragt. Aber er lag erschossen in der Wohnung ihrer Freundin Roswitha. Er hat sie niedergeschlagen und dann auf sie beide gewartet. Frau Elliott, wo haben Sie die letzte Nacht verbracht? Und wo finden wir Ihren Mann? Hallo, Verena. Naja, ich bin noch bei Becker. Er hat seinen Wagen vorhin als gestohlen ge... Was? Scheiße. Wo ist er? Wer? Sie rühren sich nicht vom Fleck. Wir sind noch nicht fertig miteinander. Ich bin's. Ich war ganz nah dran, er ist weg.
Becker, in welchem Verhältnis stehen Sie zu Alvin Elliott? Wir kennen uns von früher. Die deutsch-amerikanische Freundschaft lag mir schon immer am Herzen. Er hat damals für eine Stiftung gearbeitet. Und da stellt man seinem alten Kumpel schon mal ein Bett in seiner Werkstatt auf, weil in Berlin ja keine Hotels sind. Er hat mir gesagt, er hätte Schwierigkeiten mit der Polizei wegen einer alten Geschichte. Ich habe ihm das geglaubt. Ich helfe gern. Ja, Sie helfen auch gerne mal mit einer Waffe aus. Sie haben ihm eine Smith & Wesson zur Verfügung gestellt, für die Sie eine Waffenbesitzkarte haben. Mit der Waffe hat Herr Elliott möglicherweise einen Menschen getötet. Davon weiß ich nichts. Herr Becker, wir vernehmen Sie hier als Beschuldigten. Ihnen wird Beihilfe zum Totschlag vorgeworfen. Dann möchte ich von meinem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch machen. Und ich möchte mit einem Anwalt sprechen. Was machen wir denn jetzt mit Frau Elliott? Gibt's irgendwas, was wir ihr zur Last legen können? Nein, sie war ja bisher sehr kooperativ. Wahrscheinlich weiß sie tatsächlich nicht, in welche Geschichte ihr Mann da verwickelt ist. Ja, aber wir können sie doch jetzt nicht so einfach gehen lassen. Wir haben ihr klar machen können, dass sie immer noch in Gefahr ist. Sie hat sich damit einverstanden erklärt, dass wir sie im Hotel unterbringen und bewachen lassen. Gut. Nichts zu machen. Ich habe was sehr Interessantes über Wolf Becker gefunden. Aha. Becker war einer der letzten, die an der Glienickerbrücke ausgetauscht worden sind, 1985. Becker war Spion? Becker war in den 80ern als Fluchthelfer aktiv. Er wurde 1984 in Ost-Berlin festgenommen, bei dem Versuch, einen russischen Atomwissenschaftler nach West-Berlin zu schleusen. Ein Jahr später wurde Becker mit US-Agenten gegen vier russische Spione ausgetauscht, an der Glienickerbrücke. Ein toter Russe, ein mordender Amerikaner, Spione, Fluchthelfer. Mein Gott, was für ein Fall. Wir bringen in diesem Hotel gefährdete Personen und wichtige Zeugen unter. Das Personal ist absolut vertrauenswürdig. Und für Ihre Sicherheit sorgt ja auch der Kollege Maywald. Maywald. Alexander Maywald. Sie haben kein Telefon auf Ihrem Zimmer, Frau Elliott. Ich möchte Sie bitten, nicht zu versuchen, auf anderem Wege Kontakt zu Ihrem Mann aufzunehmen. Wie sollte ich? Er hat unsere Handys gestern weggeworfen, damit man uns nicht orten kann. Und ich habe keine Ahnung, wo er sich jetzt aufhält. Hier ist es. Gut, ich mache es mir draußen auf den Flur bequem. Wenn Sie mich brauchen, drücken Sie einfach diesen Knopf. Danke. Frau Elliott, kann es sein, dass Ihr Mann in eine Geheimdienstsache verwickelt ist? Wie kommen Sie denn darauf? Weil sein Freund Rolf Becker 1985 zusammen mit CIA-Agenten ausgetauscht wurde. Die Stiftung hatte damals ihren Sitz am Wannsee. Da haben viele Leute gearbeitet. Ich habe ihn oft im Büro besucht. Das muss nichts heißen. Wir sind jetzt 30 Jahre zusammen. Glauben Sie wirklich, dass man über so eine lange Zeit ein Doppelleben führen kann? Seit ich damals von Günther Guillaume gehört habe, kann ich mir eigentlich alles vorstellen. Ich weiß jetzt, warum ich bei den Amerikanern auf Granit beiße. Ihr Englisch. Nach den Informationen, die ich eben vom Bundesnachrichtendienst erhalten habe, war die CIA damals in die Sache verwickelt. Vielleicht arbeitet ja Elliott für diese Firma. Und was ist mit dem Russen Ratajew? Über seine Vergangenheit wissen wir bisher gar nichts. Ich will jetzt versuchen, über seine Tochter noch ein bisschen was in Erfahrung zu bringen. Nicht nötig. Ich habe einen V-Mann in Ratajews Nähe platziert. Dreimal die Woche für jeweils ein paar Stunden. Und das wäre gut, wenn Sie ein paar Kommandos beibringen würde. Gut. Wir haben schon verstehen, ne, Klima? Wie heißt denn das schöne Tier? Dzerzhinsky. Also meine Fresse. Ein sehr schöner Name. Sie wissen, wer Dzerzhinsky war? Ja, und ob. Ich komme ja aus dem Osten. Umso besser. Bin nämlich ehemaliger Volkspolizist. Noch besser. Herr Sputnik, Sie sind mir sympathisch. Ja. Большое спасибо, товарищ. Я тоже очень рад. Ach. Wollen Sie zu mir? Nein, nein. Ich hatte in der Gegend zu tun. Haben Sie denn mittlerweile herausgefunden, in was Romanov da verwickelt war? Nein. So ein komplizierter Fall ist mir wirklich noch nie untergekommen. Doch. Doch, da war mal einer. Der war auch sehr spannend. Was war denn da? Lange Geschichte. Haben Sie Zeit für einen Drink? Ja, hier in der Nähe ist eine Bar. Der Wirt ist ein Freund meines Vaters. Kommen Sie.
Entschuldigung. Zu wem wollen Sie? Zu Frau Elliott. Otto Gaber. Ich soll Frau Elliott zu einer neuen Befragung abholen. Davon weiß ich nichts. Wird mal sehen. Oh, Entschuldigung. Maywald? Hallo, ich bin ein Freund Ihres Mannes. Ich habe eine Nachricht für Sie von ihm. Natürlich war ich hin und wieder in Moskau, aber ich hatte jedes Mal Heimweh. Nach Berlin? Ja. Deutschland ist nun mal meine Heimat. Ich bin hier aufgewachsen, bin hier zur Schule gegangen. Alle meine Freunde sind Deutsche. Das einzig Russische an mir ist meine Trinkfestigkeit. Ich muss zugeben, Wodka trinken ist überhaupt nicht mein Ding. Oh. Dann sollten Sie sich vielleicht zurückhalten. Vorgestern ist ja einer besoffen vom Hocker gefallen. Ach ja? Ich schon. Спасибо. Das muss sehr hart sein, ohne Mutter aufzuwachsen. Ich habe keinerlei Erinnerung an Sie. Ich war gerade mal 2 Jahre alt, als sie überfahren wurde. Für meinen Vater war es sehr hart. Er hat sie über alles geliebt. Das war 1984. Richtig, ja. Wo? In Ostberlin. Warum fragen Sie? Weil in dem Jahr viel passiert ist. Wo ist mein Mann? Er wartet schon. Sie werden heute noch zusammen Deutschland verlassen. Und was ist mit der Polizei? Wo ist Herr Maywald? Es läuft jetzt über diplomatische Wege. Dann sind Sie von der amerikanischen Botschaft? Sie sind aber kein Amerikaner. Nein, bin ich nicht. Den brauchen Sie nicht mehr. Ich würde gerne mit Frau Berthold telefonieren. Frau Elliott, ich freue mich, Sie endlich kennenzulernen. Erwin hat mir so viel von Ihnen erzählt. Mein herzliches Beileid. Er hat mir gesagt, dass Ihr Vater gestorben ist. Jetzt kann ich verstehen, warum er solche Sehnsucht nach Ihnen hat. Steigen Sie bitte ein. Wir wollen ihn nicht warten lassen. Penibel waren sie, die Ostberliner Fopus. Haben jeden tödlichen Verkehrsunfall erfasst und statistisch ausgewertet. Tja, denkst du, wir haben geschlampt? 1984 ist keine russische Bürgerin bei einem Verkehrsunfall in Ostberlin ums Leben gekommen. Das gilt auch für 83 und 85, falls Jelena sich im Jahr geirrt hat. Ich habe daraufhin bei der Charité nachgefragt. Dort wurde im September 1984 ein Totenschein auf eine russische Bürgerin namens Ludmila Ratajewa ausgestellt. Unterlagen über die Todesursache gibt es nicht, nicht mehr. Und im selben Monat wird Rolf Becker verhaftet, bei dem Versuch, einen russischen Wissenschaftler in den Westen zu schleusen, was vermutlich eine CIA-Aktion war. Da stellt sich doch die Frage, ob Nikolai Ratajew auf der anderen Seite daran beteiligt war. Die russische Handelsmission, es war ein KGB-Nest. Sputnik hat festgestellt, dass Ratajew ziemlich gut über Volkspolizei und Staatssicherheit Bescheid weiß. Er trägt jetzt übrigens eine Waffe. Sputnik? Klar, eine Panzerfaust, falls die Möpse frech werden. Wir sollten auf jeden Fall noch mal mit Rolf Becker reden. Und mit deinem Freund, Ratajew. Ja, Gabriel? Kollege Maywald, was gibt's? Er hat sich mit dem Namen Otto Gaber vorgestellt. Mir den entsprechenden Dienstausweis gezeigt. Ja, den wollte ich mir genauer ansehen und dann hat er mich niedergeschlagen. Hier, ich habe die Fotos von der Überwachungskamera ausdrucken lassen.
Überraschung. Herr Maywald, das ist der Kollege Otto Garber. Haben Sie das Foto im Ausweis gesehen? Nein. Deswegen bin ich ja näher ran. Da. Also, das ist der Mann, mit dem ich in der Bar war und den ich auf dem Friedhof gesehen habe. Wahrscheinlich Romanows Nachfolger. Wie kommt der an deinen Dienstausweis? Herr Becker, Sie sind doch mit Herrn Elliot befreundet. Glauben Sie, dass Sie ihm mit Ihrem Schweigen einen Gefallen tun? Ich habe Ihren Kollegen schon gesagt, dass ich mich nicht mehr äußern werde und dass ich meinen Anwalt sprechen will. Elliot ist mit Ihrem Wagen und Ihrer Waffe unterwegs. So was nennt man Beihilfe. Das wird Ihnen Ihr Anwalt auch sagen. Und dann wird er Ihnen raten, mit uns zu kooperieren, um das Ganze nicht noch schlimmer zu machen. Warum machen Sie es nicht gleich und sparen uns Zeit? Redemann versucht, ihn weichzukochen, bisher ohne Erfolg. Hast du was über den Mann rausgefunden, der Frau Elliot in die Tiefgarage gebracht hat? Gerd Böttrich, mehrfach vorbestraft wegen schwerer Körperverletzung. Hat als Soldat im Kosovo gekämpft. Nach der Wende hat er beim privaten Sicherheitsdienst in Ostberlin gearbeitet. Das ist ein beliebter Beruf für ehemalige Stasi-Leute. Allerdings. Oh, ihr und eure Klischees. Außerdem dürfte er dafür ein bisschen zu jung sein. Herr Becker. Ihr Freund hat einen Mann erschossen, der ganz offensichtlich den Auftrag hatte, ihn zu töten. Das ist Notwehr. Und angesichts der Umstände würde man ihm den unerlaubten Waffenbesitz durchgehen lassen. Im Moment hat er also noch gute Chancen, da heil rauszukommen. Wenn er aber die Angelegenheit jetzt selber in die Hand nimmt, sieht das ganz anders aus. Ich will mit offenen Karten spielen, Herr Becker. Frau Elliot ist entführt worden. Von Ratajew. Sie kennen den Mann. Wir verstehen die Zusammenhänge nicht. Und Sie sind der Einzige, der uns helfen kann. Und den Elliots. Was wollen Sie wissen? Was ist im September 1984 passiert? Erwin hatte die Aktion von langer Hand geplant. Was wir nicht wussten war, der Wissenschaftler wurde rund um die Uhr vom KGB überwacht. Kurz bevor wir ihn in den präparierten Wagen schaffen konnten, tauchten die KGB-Leute auf. Ich habe sie sofort geschnappt. Erwin hat sich den Weg freigeschossen. Dabei wurde eine KGB-Agentin tödlich getroffen. War das die Frau von Ratajew? Ja. Das haben wir hinterher erfahren. Ratajew hat die Aktion geleitet. Danke. Ratajew hat seine Frau sterben sehen. Elliot ist nach der Maueröffnung sofort zurück in die USA, weil ihm klar war, dass sich Ratajew rächen würde. Als Ratajew die Todesanzeige von Christianes Vater las, da hoffte er, dass die Elliots nach Deutschland kommen und er Gelegenheit bekommt, den Tod seiner Frau zu rächen. Wenn Sie zu meinem Vater möchten, der ist nicht zu Hause. Davon sind wir ausgegangen. Wir müssen trotzdem das Haus durchsuchen. Bitte. Deine ganze Zeit. Bei der Polizei? Klar, dass die eine Menge Fragen hatten. Du bist sicher, dass sie dir nicht gefolgt sind. Polizei! Hände hoch! Hände hoch!
Sie haben das Richtige getan. Ich habe dabei einen Freund verloren. Und ich weiß, was das wird. Wo könnte Ihr Vater sich aufhalten? Selbst wenn ich das wüsste, warum sollte ich Ihnen das sagen? Weil Ihr Vater dabei ist, eine Riesendummheit zu machen, wenn wir ihn nicht aufhalten. Mein Vater macht keine Dummheiten. Wie es aussieht, haben Ihre Mutter und Ihr Vater damals beide für den KGB gearbeitet. Das glauben Sie doch nicht im Ernst. Selbst wenn, das ist alles sehr lange her. Wir glauben, dass Ihr Vater Romanow beauftragt hat, einen Amerikaner zu erschießen, der seinerzeit für die CIA gearbeitet hat. Sie haben eine sehr lebendige Fantasie. Ihr Vater hat vor wenigen Stunden die Frau eben dieses Amerikaners entführt. Offenbar hat er vor, sich zu rächen. Wofür sollte er sich rächen? Es hat mit dem Tod Ihrer Mutter zu tun. Wir bringen ihn jetzt her. Kommen Sie mit. Ich kann einfach nicht verstehen, warum er mir nicht die Wahrheit gesagt hat. Vielleicht hat er bei der Aktion einen Fehler gemacht und gibt sich die Schuld am Tod Ihrer Mutter. Dann hat er umso weniger das Recht, andere dafür zu bestrafen. Helfen Sie uns, Jelena. Ich wüsste nicht wie. Hatten Sie kein Heimweh in all den Jahren? Natürlich, aber Ivan war nicht zu einer Reise zu bewegen. Da musste erst Ihr Vater sterben. Woher kennen Sie sich? Das ist eine lange Geschichte. Die würde ich gerne hören. Wenn Ihr Mann hier ist, werden wir sie erzählen. Es war Notwehr. Romanow hat die Waffe gegen mich gerichtet. Aber er hat wohl nicht damit gerechnet, dass ich bewaffnet war. Ich war einfach schneller. Ich verstehe nicht, warum Sie sich nicht nach den Schüssen auf dem Bus, aber spätestens nach der Tötung von Romanow bei uns gemeldet haben. Oder bei der amerikanischen Botschaft. Das hatte ich vor. Aber ich wollte erst meiner Frau die Möglichkeit geben, ihren Vater zu beerdigen. Ich würde jetzt gerne mit dir sprechen. Zeit bei Becker. Ich habe sonst keine Anhaltspunkte, wo Becker sein kann. Wir können nichts machen, müssen wir abwarten. Von der Fehlbesetzung für den Job. Er war in die Division die beste Schütze. Also keine Übung. Na, wo Elliot? In Deutschland gibt es immer noch Autos mit Gangschaltung. Das ist keine Automatik. Sie sind nicht Alvins Freund. Was wollen Sie von ihm? Was hat er Ihnen getan? Er hat mein Leben zerstört. Erwin kann keiner Menschenseele was zuleide tun. Da irren Sie sich. Ihr Mann ist ein Mörder. Ich bin ein Freund von Kommissar Jaber. Otto! Otto, den will man hier nicht reinlassen. Der darf hin. Kriegst du mal. Was ist denn hier los? Rataja hat eine Frau entführt. Wir suchen ihn. Ach Gott, Mensch.
Was ein sympathischer Kerl. Ja. Bloß wer seinen Hund Schajinski nennt. Wir haben keine Ahnung, wo er sich aufhält. Wir haben über so ein Gelände geredet. So ehemalige Kasernen in Karlshorst kennst du auch. Da sollte ich mit dem Hund mal hingehen. Weil da keiner ist, wisst ihr? Okay. Otto, wie ist denn das mit Schajinskis Spürnese? Nimmt uns da mit. Hast du den Hund im Griff? Ja, ob ich den Begriff habe, na, aber der gibt euch das Wort. Hier sind wir richtig. Juti macht Sputnik. Hilft halt mal gerne, Otto. Hier ist Verena, wir haben sie gefunden. Wann kann das SEK hier sein? In einer Stunde? Das ist zu spät. Wir brauchen Verstärkung und zwar jetzt. Bist du still in der alten Töle? Scheiße, wir hauen ab. Wir haben uns Reifen zerstochen. Mann! Hey! Frage. Wir brauchen einen genialen Plan. Brauchen wir aber schnell, wir haben wenig Zeit. Der Staatsanwalt war eben bei mir. Er nimmt Elliot die Notwehr ab. Und wenn garantiert ist, dass er das Land nicht verlässt, können wir ihn nicht hier behalten. Ich glaube, der Staatsanwalt will sich nicht mit den Amerikanern anlegen. Und der Tod von Ratajews Frau? Ach, das ist 30 Jahre her. Weder die Amis noch die Russen haben ein Interesse daran, den Fall wieder neu aufzurollen. So ist das eben mit der Diplomatie. Uns sind die Hände gebunden. Was soll das, mich hier ewig warten zu lassen? Ich will sofort jemanden von der Botschaft sprechen. Das wird nicht notwendig sein. Sie können gehen. Was ist mit meiner Frau? Ist die hier?
Wir hatten Ihre Frau in einem Hotel untergebracht. Leider ist es Ratajew gelungen, sie zu entführen. Was? Dazu hat er kein Recht. Meine Frau hat nicht das Geringste damit zu tun. Wir wissen, was damals passiert ist. Und Sie haben Glück, dass die Staatsanwaltschaft das nicht weiter verfolgen will. Aber Ratajew wird nicht so schnell aufgeben. Ist Ihnen doch wohl klar, dass er Sie mit der Entführung nur aus der Deckung locken will? Das kann er haben. Sie sollten sich besser von uns schützen lassen. Das haben Sie ja bewiesen, wie gut Sie das können. Sie sollten lieber Ratajew festnehmen, der Mann ist verrückt. War das Ihr Ernst, dass ich jetzt gehen kann? Oder war das ein Trick? Nein, Sie können gehen. Oder endlich mit uns zusammenarbeiten. Das ist Ihre Entscheidung. Только ненадолго. Bleib nur ein paar Stunden. Die Unannehmlichkeit tut mir leid. Aber wie es aussieht, hat Ihr Mann nicht vor, Ihnen zu helfen. Er versteckt sich lieber. Frau Ratajewa? Ja? Schöne Grüße von Ihrem Vater. Ich soll Sie zu ihm bringen. Was hier, пожалуйста? Да. Спасибо. Warum hast du ein Handy? Die können es orten. Das Teil ist nicht auf meinen Namen angemeldet! Das ist eine Nachricht von Jelena. Ich grüße Sie, Nikolai Ratajew. Wir haben uns lange nicht gesehen. Ihre Tochter will Ihnen etwas sagen. Papa. Papa, ich habe solche Angst. Sie wollen Ihre Tochter wieder haben. Ich meine Frau. Ich kenne einen Ort, der wie geschaffen ist für einen Gefangenenaustausch. Sie kommen mit meiner Frau um Punkt 22 Uhr an die Klinikerbrücke. Nur Sie beide. Sie von Potsdam. Ich von Berlin. Wie in alten Zeiten. Papa, mach, was er sagt. Mach aus dem Behördchen. Ты видел Елену? Да, он уехал на машине с человеком. Как он выглядит? Да, человек низкого роста, с большим носом и с бородой. Спасибо. Was ist? Елена ist von einem Mann abgeholt worden, der sie angeblich zu mir bringen wollte. Die Beschreibung passt auf Becker. Scheiße. Sagen Sie bitte nicht, Sie kriegen es nicht wieder auf. Doch, doch, aber es musste doch echt aussehen. So, jetzt. Danke. Ja, Lena. Danke, dass Sie das mitgemacht haben. Wenn es dabei hilft, zu verhindern, dass noch jemand stirbt. Hier entlang, bitte. Weißt du, was ich heute schon den ganzen Tag machen wollte?
Nee. Wozu ich aber nicht gekommen bin? Warte. Was ist nun los? Ich wollte einfach Danke sagen. Für die ganzen Jahre, die du an meiner Seite warst. Als Partner, als Freund, als... Als was? Da fehlt doch noch was. Da kann ich nicht beurteilen. Ach komm, so besoffen war es nur wieder nicht. Jetzt hör auf, bring mich nicht raus. Also nochmal, genau. Heute vor 20 Jahren. Haben wir unseren ersten gemeinsamen Fall bekommen. Ich denke nicht, dass ich das vergessen habe. Ich würde schon seit Tagen darauf hinweisen, was wir da machen können. Kleines Geschenk. Kleines Geschenk? Okay. Das gibt's doch nicht. Preußer. Ja. Jetzt wollen wir aber nicht sentimental werden. Nee, nee, auf jeden Fall. Dann lassen wir mal los. Ja. Dass Sie das für mich getan haben. Ich habe das nicht für Sie getan, sondern für Ihre Frau. Sie hat nichts damit zu tun. Der Tod Ihrer Mutter tut mir leid. Ich wollte nur lebend aus der Sache herauskommen. Es waren andere Zeiten damals. Lassen Sie mich in Ruhe, bitte. Wenn Sie meinen Mann töten? Das hatte ich nie vor. Sie sollten sterben. Und er sollte es mit ansehen. Gehen Sie. Bist du soweit? Ziel erfasst. Hört er sie? Denk nicht mal dran. Ist. Es muss eine schreckliche Zeit für dich gewesen sein. Das Schrecklichste war, dass mir klar geworden ist, dass ich dich gar nicht kenne. Dass du mir wegen deiner Agententätigkeit nicht alles sagen konntest, das kann ich ja noch verstehen. Aber dass du all die Jahre nicht das Vertrauen in mich hattest, mir zu sagen, dass du jemanden getötet hast, das kann ich dir nicht verzeihen. Hast du mir nie die Wahrheit gesagt? Ich wollte dich nicht damit belasten. Ich hatte ein Recht darauf zu erfahren, was mit meiner Mutter passiert ist. Wie
kannst du mit dem Feind zusammenarbeiten. Du bist meine Tochter. Und du bist mein Vater und du hast mich mein ganzes Leben lang belogen. Du hast mich verraten. Ich wollte dir helfen, aber das begreifst du nicht. Verrat, Feinde. Als ob wir noch im Kalten Krieg wären. Ach du Scheiße. Ich hab Sputnik und Tschetschinski vergessen. Hier, Kekke. Ach, das noch. Ach. Eigentlich kann man das mit mir nicht machen. Eigentlich. Wo sind denn Frau Berthold und Herr Gaber? Wir haben sie heute freigenommen. Sie feiern ihre 20-jährige Zusammenarbeit. Wie? Und wo? Ich weiß nur, dass sie sich gegenseitig Gutscheine geschenkt haben. Spa-Wochenende, Yoga-Lehrer. I don't have a single clue, wie der Amerikaner sagen würde. Sie kennen doch bestimmt eine junge Dame, der Sie eine Freude machen können. Natürlich. Ach, das ist aber nett. Danke, Chef. Die für mich. Woher wusstest du, dass ich das schon immer mal ausprobieren wollte? Bei dir war es ja kein Geheimnis. Aber dass ich das mal machen wollte, das ist mir auch neu. Wer verliert, zahlt das Abendessen. Ich krieg nur 60 € von dir. Ab jeder.